Es gibt Themen, da denkt man, dazu ist doch alles gesagt. Der Contergan-Skandal ist so ein Thema. In den 1960er Jahren kamen mehr und mehr Säuglinge mit Fehlbildungen zur Welt, verursacht durch das Medikament Contergan. Doch dass dieses Mittel auch an Kindern getestet wurde und dass eine Heilstätte der katholischen Kirche kurzerhand in eine Versuchsanstalt für Medikamententests umgewandelt wurde, all das fügt der Contergan-Skandalchronik ein neues, dunkles Kapitel hinzu. Recherchen von Ulrich Neumann und Philipp Reichert. In diesem idyllischen Wald in der Eifel befand sich einst die Kinderheilstätte Maria Grünewald. Hier sollten lungenkranke Kinder gesund werden. Doch in dieser kirchlichen Einrichtung geschah Unglaubliches. Hier gab es Medikamentenversuche an kleinen Kindern. Mit dem gefährlichen Schlafmittel Contergan. Wir stoßen auf eine bislang unbekannte Studie von 1960, die genau das belegt. Die Kinder bekamen morgens, mittags und abends Contergan, zum Teil ein Jahr lang. Etliche erhielten das Zweifache der Erwachsenendosis. Die jüngsten Kinder waren gerade einmal 2. Das ist ein Menschenversuch gewesen, weil also es gab ja überhaupt keine Sicherheit. Man ist hier quasi voll ins Risiko gegangen. In einer Art und Weise, wie man es normalerweise im Tierversuch wagen kann, aber nicht bei Kindern. In einer kirchlichen Zeitung finden wir dieses Foto. Es zeigt Kinder in der Lungenheilstätte. Das Mädchen an der Tafel heißt Cornelia. Nach wochenlanger Suche finden wir sie. Da steht also, Cornelia hat Mutter lieb. Das bin ich. Das ist Wahnsinn. Dass sie das gefunden haben, das ist Wahnsinn. Als 5-Jährige war sie in der Heilstätte wegen eines Schattens auf der Lunge. An eine Sache erinnert sie sich ganz besonders. Wir gehen auf die Bank. Warum ich als 5-Jährige, die eigentlich ein temperamentvolles Kind war, jeden Mittag müde war nach dem Essen, das weiß ich nicht. So wie Cornelia Eltges erging es auch allen anderen Kindern. Täglich mussten sie stundenlang zur sogenannten Liegekur. Monatelang war sie 1960 in der Heilstätte. Wir sagen ihr, dass kurz danach die Contergan-Studie veröffentlicht wurde. Ich bin sowas von. Ich bin fassungslos. Ich bin. Ich kann nicht da sein. Ich könnte heulen. Ich könnte jetzt hier heulen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, an mir wurde sowas getestet. Das ist eine Katastrophe. Finde ich, es ist eine Katastrophe. Contergan, das gefährliche Schlafmittel, mehrmals täglich an kleinen Kindern, völlig überdosiert über einen langen Zeitraum getestet. Silvia Wagner, Pharmazeutin, sie hat diese Studie entdeckt. Es sind Versuche an Kindern, die dem schutzlos ausgeliefert sind. Die Eltern sind nicht vor Ort. Und es ist ein Präparat, was den Kindern nichts nutzt. Es ist rechtlich und ethisch nicht zu rechtfertigen. Bei unseren Recherchen finden wir weitere Studien. In Stuttgart zum Beispiel wurde Contergan sogar an Säuglingen getestet. Die jüngsten waren gerade einmal 2 Wochen alt. Warum aber haben Ärzte solche Experimente durchgeführt? Seit fast 10 Jahren forscht der Historiker Niklas Lenhard Schramm zu Contergan. Das Motiv für solche Versuche war vor allem Geld. Grundsätzlich muss man sagen, dass Ärzte häufig dafür bezahlt worden sind. Man kann das jetzt nicht für jeden einzelnen Fall nachweisen, aber es gehörte doch schon zu den Gepflogenheiten, dass Ärzte finanziert wurden für solche Studien. Also eine solche Vorgehensweise würde heute nicht nur zum Verlust der Approbation führen, berechtigterweise, sondern es könnte sogar eine Haftstrafe zur Konsequenz haben, weil das ja ganz klar strafrechtlich hier eine Form der Körperverletzung. Hersteller von Contergan war die Firma Grünenthal. Ein Jahr vor der Studie von 1960 aus der katholischen Heilstätte gab es bereits zahlreiche Hinweise auf schwere Nebenwirkungen. In einer Stellungnahme räumt Grünenthal heute ein, solche Studien seien nicht mehr nachzuvollziehen und entsprechen nicht den aktuellen strengen ethischen Grundsätzen der Arzneimittelforschung und Entwicklung. Hier in dieser Heilstätte passierten die Experimente damals unter dem Dach der Kirche. Verantwortlich für das Haus die Caritas. Diese katholische Einrichtung. Da kommt Hass auf. Da kommt Hass auf.
Wie kann man sowas tun? Heute bewertet sogar der zuständige Weihbischof die Experimente als Körperverletzung. Soweit wir das tun können, bedauern wir das sehr und entschuldigen uns für Fehler, die passiert sind unter dem Namen der Caritas. Das ist selbstverständlich. Ja. Beschämt Sie das? Ja, natürlich. Das ist einfach immer beschämend, wenn Menschen und Kinder, die sich nicht wehren können, zu Objekten von Experimenten oder von irgendwelchen Dingen werden. Das ist schlimm. Diese Medikamententests liegen gut 60 Jahre zurück. Die, die heute Verantwortung tragen, wie zum Beispiel der Weihbischof von Trier, haben sich entschuldigt und das ist gut so. Aber die, die damals missbraucht wurden zu Testzwecken, dürfen mehr erwarten, nämlich eine konsequente Aufklärung und eine transparente Aufbereitung.